Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Änderung zu einem neuen Part. Wie heißt das Spiel hier? Layers of Fear, Legacy, Schatten der Angst. Mami, ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich will nicht. Muss ich wirklich? Ach nee, das ist. Ich habe dieses Projekt eigentlich abgeschlossen. Ich wollte nicht, ich will nicht. Ich habe echt keinen Bock. Oh Mann. Ja, willkommen zu einem Halloween-Special auf Zwergenfürst LP. Ja, super nice Kameraeinstellung. Werde ich so oft benutzen. Ein langer, dunkler Flur. Dann geht's weiter voran. Leute, ich will nicht. Spiel es jetzt noch einmal für das Halloween-Special. Aber nur, weil es sein muss zu Halloween. Ausnahmsweise mal. Das Spiel macht mir so Angst. Nur euch zuliebe. Ah. Ich traue mich schon gar nicht, mich umzudrehen. Jetzt ist die Tür offen. Ach du Scheiße. Oh nein. Wie ist es so zappenduster? Ein Schlüssel. Ah, verdammt, nein. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Ist die Tür verschlossen? Na klar. Jedes Umdrehen kann bedeuten, dass sich der Raum komplett ändert. So ist das hier bei Layers of Fear. Legacy. Ich sehe hier nichts. Hier sieht man kaum was. Okay, wie komme ich hier wieder raus? Licht anzünden. Noch mehr Licht anzünden. Da draußen klappert es vor der Tür. Hier noch ein Licht anzünden. Ach du Schande. Ins Bett legen und schlafen. Nein. Oh Mann. Das sieht im Let's Play bestimmt nur halb so schlimm aus. Das ist für euch bestimmt nur halb so gruselig wie für mich. Ich kann es echt nicht öffnen. Die Tür. Na komm. Die Tür ist offen. Raus da. Na toll, eine Schleimspur. Nein. Ich will nicht. Tür ist offen, oder? Ich kann durch. Steht zumindest nicht mehr dran, dass er gelockt ist. Ach, verdammt. Was ist hier los? Ich bin jetzt schon heiser. Ich schreie mich hier noch zu Tode. Nicht umdrehen. Umdrehen kann tödlich sein. Ein hell beleuchtetes Zimmer. Das macht doch Hoffnung. Na, spielen wir es? Das klingt aber gar nicht schön. Da müssen wir vielleicht noch eine Platte drauflegen. Dann klingt es vielleicht besser. Na. Hier gibt es zum Glück keine oder wenige Jumpscares in diesem Let's Play. Ein Bett. Es ist nur die Atmosphäre, die das Spiel gruselig macht. Nein, ich will mich nicht umdrehen. Nein, nein. Ich gehe rückwärts. Eine Schallplatte.
Plattenspieler und drehe. Na, müssen wir erstmal draufsetzen, den Paddel hier. Na hier. Na, mach schon. Diese Zoom-Version ist bestimmt das Beste für ein Horrorspiel. Das macht ein Horrorspiel zu was ganz Besonderem. Uah. Na komm. Es bringt wohl nicht so viel. Na komm, irgendwie müssen wir das doch hier, das Ding. Das muss da drauf. So. Oder so. Na komm, dreh. Oh. Oh nein, das Gemälde blutet. Oh Mann. Der Raum. Ach du Kacke. Der Raum verbrannt. Was passiert hier? Ach du Scheiße. Ja, Happy Halloween oder was? I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it till blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Mhm. Ein weiterer Schlüsselmoment in der Geschichte des Spiels. Okay, eine Flasche voll Blut. Ein Bett mit Öl oder Blut beschmiert. Ist klar. Okay. Wir gehen vorsichtig zurück durch die Tür. Ganz vorsichtig. Nein, können wir nicht. Durch die Tür können wir. Das ist eigentlich eine Schranktür oder was? Nein. Die Türen öffnen sich hier äußerst seltsam. Schon wieder zugefallen. Was gibt's da zu sehen? Das ist so stockeduster hier. Zartpellenduster. Na komm. Öffne. Ach Mensch, die Störung hier, die macht das Ganze nicht besser. Jetzt soll ich durch den Schrank gehen oder was? Zweites Türchen auf. Schon der Adventskalender oder was? Na, etwas mehr Licht wäre noch hilfreich. Ich krieg die Tür nicht auf. Nein, das ist nicht nur auf der Kamera so. Das ist ja wirklich so düster. Das ist nicht die beste, ist nicht die schlechte Qualität der Kamera. Das Spiel ist wirklich fast schwarz. Man sieht hier kaum was. Gibt nicht viel zu sehen. Okay, und nun? Nichts drin im Schrank. Durch den Schrank können wir also nicht fliehen. Ein Bücherregal. Ins Bett können wir uns auch nicht legen. Vielleicht können wir die Kurbel wieder andrehen hier. Die Kurbel. Da wieder ein bisschen Musik mitspielen. Vielleicht passiert da was. Na, weiter drehen. Na komm.
Ja, die Spielsteuerung macht es mir nicht gerade leicht. Na komm, dreh. Dreh schon. Ja, so. Verdammt. Ich muss das Ding wieder zurückdrehen. Na, Futze der Arbeit heute hier. So. Jetzt vielleicht wieder rückgängig machen mit dem Drehen. Ja, komm. Nichts passiert. Auf der anderen Linie. So hier. Also mal ein bisschen drehen, mal ein bisschen drehen. Ja, komm. Drehen, 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 drehen. So, das muss man erstmal ankurbeln. Na komm. Ist nur gruselige Musik. Nichts weiter. Schranktür wieder zu. Den anderen Schrank öffnen. Ach je. Ich nehme den Duston. Ja. Öffne. Das ist doch nicht die. Na komm. Ist nur eine Schranktür. Mit einem Ruck aufziehen. So, vielleicht ist was Hilfreiches drin. Was Nützliches. Die gruseligen Geräusche deuten es an, dass es da was bringt. Na komm. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Kopfkranz. Eine Fiedel. Ein Hemd. Kann man nicht mitnehmen, die Geige. Okay. Sonst nichts Sinnvolles mehr. Geige. Und dann? Knopfdrück. Ja. Mit Blut bespritzen. Der beste Effekt des Spiels. Zoom, zoom, zoom. Ja. Bester Effekt ever. Ja, was nun? Ich habe Blut ein bisschen rumtapfen, rumstapfen, tapfen, stapfen, wapfen. Raus, einfach aus dem Fenster rausspringen. Haben wir das Abenteuer beendet, sind wir raus aus dieser gruseligen Villa. Nehmen wir auf jeden Fall einen Weg. Da ist keine Tür mehr. Aber ein Flur. Tja. Ich weiß es nicht. Da kann ich hier nur spielen. Es bringt nicht wirklich was, aber mittlerweile läuft es. Mittlerweile kriege ich die Steuerung hin. Nein. Vielleicht irgendwie in die Mitte. Jo. Und dann hier Kurbel.
Nicht kumpeln. Vielleicht ist das die Lösung. Na komm. Dreh. Ach komm schon. Einfach nur drehen. Nur verschiedene Musik. Nix. Hier ist noch ein verstecktes Schublädchen. Diese Greif- und Zieh-Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Prothese. Prothesendiebe, nimmersatte Bastarde. Kann mir kein neues kaufen. Warum das beschissene Bein? Okay. Und weiter Hinweise sammeln. Worauf auch immer. Wir haben keine Beine. Wir schweben in der Luft. Hier kann ich nirgendwo lang. Ein Inventar habe ich auch nicht, wo ich etwas einsetzen könnte. Tja, jetzt hängen wir in diesem Raum fest. Oder was? Kann ich hier nur ein bisschen mit dem Schallplattenspieler spielen? Die Schallplatte wieder runternehmen? Na? Ich versuche es wieder runterzunehmen. Spielstange wackelt mich nur durch die Gegend. Ist was hinten dran? Knopf. Zoom-Effekt, Zoom-Effekt, Zoom-Effekt. Da hinten, Touch. Okay. Aber was? Was soll es bringen? Aha. Verwelkt. Nee, ist klar. Jetzt noch einmal drehen. Jetzt gibt es gleich fürchterlichen Lärm. Na, ich hab's doch schon erwartet. Die Maschine hat sich auf jeden Fall geändert. Oh. Das war mal letztlich zurück. Dumping all around. Aha. Jetzt wieder zurück oder was? Wir spielen scheinbar einen richtigen Psycho. Der hier sich die Villa einbildet. Mit ganz verschiedenen Stilen. Und Türen nicht öffnen kann. Wieder ein komplett verschiedener Gang oder was? Oder waren wir hier schon mal? Ich sehe ein Gemälde. Na komm. Durch. Speicherpunkt. Oh, die Flamingos. Sie verschieben sich.
Es passiert was. Das Gemälde ändert sich. Aha. Seltsam. Der Raum hat sich auch geändert. Ist was passiert. What do we do when we fail? We start over.